Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir waren beim letzten Mal hier munter im Reich der Sora unterwegs. Zugegeben, ein bisschen Rumgeirre war mit dabei, weil wir erstmal diesen verdammten Totosee finden mussten. Aber ich denke, insgesamt haben wir das ganz gut gelöst. Wir haben es nicht irgendwie nachgeguckt, sondern wir haben das versucht halbwegs logisch aufzubauen, in der Hinsicht, dass wir den Turm gesucht haben, da dann so gesehen die Karte freigeschalten haben mit... Und dann ganz über die Karte gefunden haben, wo wir denn tatsächlich hin müssen. Klingt zwar so ein bisschen doof, weil die Idee ist, dass man Spiele gerade eben nicht so spielt, dass man grundsätzlich Sachen nachlesen soll, in irgendwelchen Wikis nachguckt oder wie auch immer. Aber nicht jedes Spiel verfolgt diese Idee. Und dementsprechend, dass das hier alles so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat, ist doch ganz schick. Ah, jetzt richtig. Jetzt weiß ich wieder, was der Stern war, den ich beim letzten Mal hier gesehen hatte. Und zwar bei der Idee, dass ich von hier wieder da hochgekraxelt bin, gab es dort im Endeffekt das da, nur in ganz statt kaputt. Okay, du bist alt. Wenn wir ganz ehrlich sind, ultra hässlich. Diese eleganten Schwünge, eine Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen von langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelfisches, Tropfenwasserbrücke. Oh. So, ein Pech. Der Text ist nur ein Fragment lesbar. Hm? Ein Fragment nur lesbar. Oh, Link. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Soras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur noch ein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich nur tun? Okay, ich glaube, man hatte da draußen hier schon ein großes Stück nochmal herumliegen. Aber das heißt also, wenn ich jetzt hier einfach mal anfange. Aha. Das Ding da anbringe. Oh, es ist wirklich auch nur eins, das uns... Ja, great. Zum Glück wurden wir davon nicht irgendwie beschädigt. So. So ungefähr. Die Steintafel. Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man die Inschrift lesbar. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Beschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Es ist ja umwerfend ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit, erhabenster Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorschnell. Schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag man mit den Begriffen gemeint sein? Sie sollen die Schritte durchgeführt werden. Steht fest, dass hier der Rede vom Symbol des Königs ist, obwohl seine Hoheit, König Dorephan, mehr dazu weiß. So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. What a coinky dink. Okay. Mit anderen Worten, vermutlich geht zurück. Genau. So, wir wollen aber trotzdem einfach mal gucken. Wo geht's denn hier wieder hin? Wenn wir damit reisen. Ich denke, das ist auch grundlegend als Idee gar nicht doof, denn wenn wir tatsächlich zum Dorf zurück müssen, haben wir damit eine gewisse Beschleunigung. Maybe. Vermutlich nicht insgesamt, weil man hier hoch sich erst ballert. Ist es vermutlich etwas, was insgesamt zu lange dauert. Wenn man einfach da hätte runter segeln können. Ich will trotzdem gucken, wo das hinführt. Ja, wie angemerkt, nirgendwo wirklich hin. Deswegen hier ist auch leider gar nichts. Also geht's einfach nur nach unten. Einfach nur zurück ins Dorf. Ich meine, wir können dann auch nochmal hier mit der Ehefrau reden. Die wollte ja eh, dass wir mit oder sie noch mal aufsuchen. Dazu kann man auch noch mal gucken, ob es hier irgendwas wie Shops oder ähnliches gibt. Ich meine, ja, hier gibt es nämlich auch Symbole, die das hervorheben.
Mein Geheimnis, dot, dot, dot. Meine Kiemen. So, eines noch. Oh, dieser Schlamm sitzt so fest. Wenn es den Patienten doch nur bald wieder besser gehen würde. Werte Jona, Link möchte mit euch sprechen. Oh, Link, da bist du ja. Ich hätte ja angedeutet, dass ich vielleicht noch etwas für dich tun kann. Es geht um deine Sora-Rüstung, die du hier im Dorf zur Reparatur abgegeben hattest. Sie ist fast wieder wie neu, nur eine Kleinigkeit fehlt im Moment noch, um die Reparatur abzuschließen. Ich brauche die Schuppe eines Fisches namens Uralter Arowana. Ich denke, das haben wir. Er ist in letzter Zeit sehr rar geworden. Ich habe keine Ahnung, wo man ihn ein Exemplar finden könnte. Die Schuppen sind ein gängiges Material für Rüstungen, also kann dir der Schmied Dento vielleicht weiterhelfen. Du hast in die Rüstung anvertraut und nun benötigen wir zur Reparatur doch deine Hilfe. Das ist schon peinlich, aber wenn du mir eine uralte Arowana besorgst, ist deine Rüstung im Nu fertig, versprochen. Mit der Sora-Rüstung könntest du als Indianer wasserfällig hinaufschwimmen. Cool. Diese Fähigkeit wäre dir auf deiner Reise sicher von Nutzen, stimmt's? Aber das ist das etwa ein echter Uralter Arowana? Sag bloß, du hast bereits einen fangen können. Ja, hier. Tada, ich zeig dir meinen Fisch. Ah, ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Sora-Rüstung endlich vollenden. Bitte warte kurz. Mein Werkzeug wird überhaupt nicht lange dauern. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Auch interessant ist. Alles, was wir hier sehen, Teil deren Körpers ist. Sie tragen ja keine Klamotten, sie tragen Accessoires. Dann hat sie da wirklich halt so kleidähnliche Flapflaps. Einwandfrei repariert. Yay. Bitteschön, nimm und unser aller Segen für deine zukünftigen Taten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Sora-Rüstung gestattet es Lianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits selbst. Möge dir die Kräfte auf deiner Suche nach ihrer Hoheit potenziell davon Nutzen sein. Oh. Einen Schwammwasserfall kann man leider nicht aufschwimmen. Schade. Diesen Wasserfall könntest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können, Link, auch wenn er etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Besitzer helfen kann. Schade, ich dachte wirklich für eine Situation, das wäre die Idee, dass man sagt, hey, ob es doof wäre, halt an einen Fisch abhängig zu machen, ob man da jetzt hochkommen kann oder nicht. Hallo, guten Tag, Ding Dong Day. So, König? Sieht nicht nach König aus. König schlagt, boah, Dolphin Kick, boah, der König ist knallhart, boah, 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 boah. Oh nein, ich habe verloren. Ah, Blitsch, Platsch, schlimm, Schlamm, schlimmer, schlimmer, Schlamm. Ah, schreckliches Monster, diesmal bist du mir über. Ich muss mich zurückziehen auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher und... Och, oh hey, willst du was? Wir haben schon lange genug Leute zum Ich-bin-König-Dorfan-Spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel voll kaputt. Geh sofort weg, sonst verbannt dich der König, jawohl. Ah. Ich dachte, die Idee ist, dass man jetzt irgendwie den folgen soll ins Geheimhaus. Wenn ich irgendwie näher komme oder... So, und keiner weiß, dass König Dorofan sich genau dort versteckt, wo... Hm, oh hey, willst du was? Wir haben schon genug... Okay. Okay, also Kollege versteckt sich irgendwo. Ha, ist nicht viel, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich hatte vielleicht gehofft, dass man sagt, oh, man soll hier halt sich irgendwie hocharbeiten. Ich mich frage, was passiert, wenn ich mich von unten dahin arbeite? Wie reagieren die dann? Okay. Gucken wir mal, wo wir dabei rauskommen. Zu erwarten. Okay, haben wir damit jetzt schon irgendein Update bekommen, was die Story betrifft? Tour, ja, whatever. Gibt's a shit?
Okay. Geheime Haus. Nicht mein Eingang. Ich meine, ich kann trotzdem mal ganz kurz hier mit ihr reden, gucken, ob das was tut. Ach so, der König. Deine Hoheit sollte es darauf verlassen haben, um den Ursprung des Stamms auf den Grund zu gehen. Da sein Volk so arg mitgenommen sei, wolle er diese Last allein schultern. Er ist wahrhaftig wie sein Sohn. Ein so gutherziger, starker König. Jeder hier im Dorf sehnt bereits seine Rückkehr herbei. Sogar unsere Kinder haben ihn lieb. Sie spielen offen König. Thron sei, ich bin König Dorefan. Ja, das hilft mir nur nicht viel. Guten Tag. Dachte nicht, dass ich hier tief hineinfalle, aber die Soras sind auch natürlich auch einen dicken größer nochmal. Lehren der Soras Zusatz 2, meine große Aufgabe. Als abschließender Kommentar niedergeschrieben von Sidon, Prinzess Soras. Mir, Sidon, wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die verwitterten Sora-Gedenkstellen neu zu gestalten. Und ums Dorf der Sora gibt es 11 dieser Steine, ach du Heilige. Und ihr werter Leser steht gerade vor einem davon. Eine Neugestaltung der Steine bedeutet, dass die Worte meines Vaters, des Königs Dorefan, verschwinden. Einige rümpften die Nase, dass ein Jungspund wie ich nun die ehrwürdige Worte meines Vaters auslösche. Doch war niemand anders als der König Dorefan selbst, der mir den Auftrag dazu gab. Mein Vater betonte stets, dass meine Abstammung von ihm nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich ihm nachfolgen könne. Aber ob ich zu königlichen Weihen geeignet bin, kann man schlecht den Himmel fragen, nur das Volk. So hieß er mich denn, meine innersten Gefühle und Überzeugung für alle sichtbar auf diese Steine zu offenbaren. Gehorsam habe ich nun die 11 Steine beschriftet. Der Rat meines Vaters half mir über meine Unsicherheiten hinweg. Ich weiß nicht, wie viele Leser diese Worte finden werden, aber ich hoffe, sie vermitteln ein Bild meiner Gedankenwelt. Bis in viele hundert Jahre mein Nachfolger sie überschreibt, möge meine Gedanken jedermann offenbar sein. Ich versuche natürlich jetzt so einen Punkt zu finden, wo ich nach oben komme, aber halt nicht an die... Ich habe die Hellentat verbracht, hurra! Aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt, was tue ich nur? Zynik, 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 Dorefan, settet euer Leben, schwimmt in eure Zersteck. Hey, so redet der Muso doch gar nicht. Mach's gefällig richtig. Wieso muss ich überhaupt Muso und das doofe Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Hey, sag mal, wie hieß das nochmal, wo König Dorefan sich versteckt? Ah, also ich weiß das noch. Seine Hoheit hat mir ja höchstpersönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Und das hieß, oje, irgendwas mit Krawall, Kristall, Kristallwasser, Palast? Kristallwasser, oje, das klingt schön. Aber vielleicht irgendwo, ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfes ja zum größten Teil mit Schlamm verdreckt. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und es soll auch noch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim und super aufregend. Also ein Geheimgang hinter einem Wasserfall. Hui, das ist aber wirklich aufregend. Und ab. Und wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht, hey, darüber dürfen wir noch nicht sprechen. Muso hat uns doch 100-mal gesagt, kein Wort über das Versteck, kein Wort zu Keim. Sei doch kein Frosch. Ja, doch eh keiner hierzu. Höchstens Fischlein im Wasser. Gut, dann wieder von vorn. Ich bin wieder der König und ihr zwei seid diesmal schon wieder. Ich will was anderes spielen. Oh, da ist vor allem noch ein Kollege dabei. Okay. Also das Donnerhorn, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Ort, wo jetzt Mifas Stätte ist. Genau. Irgendwo dazwischen also. Das heißt also, ja, wir gehen natürlich hin und legen jetzt hier diese neue Rüstung an. Und versuchen einfach mal rauszufinden. Ich habe leider noch nicht meinen Begleiter. Vermutlich sollten wir von möglichst weit unten anfangen. Aha. Ich meine, das würde theoretisch als reines Wasser zählen. Meine Frage war jetzt aber natürlich eher,
Genau, hier ist nichts hinter dem Wasserfall. Okay. Ah, Kollege hat es geschafft, dann automatisch die richtige Seite einzuschlagen. Mein Glückwunsch. Oh. Nett, vielen Dank. So, dann finden wir doch mal raus. Achso, in der Sekunde, in der ich gegen diesen Wasserfall schwimme, den ich gefühlt gerade nicht erreiche. Aha. Kristallwasserpalast. Okay. Einmal kurz sichergestellt, dass da nichts sich dahinter verbirgt. Achso, man muss selber jetzt sagen, aufsteigen in dem Fall, interessanterweise. Hi. Holy shit, dude. Ja, wer da? Na, sowas? Ist das etwa Link, du hier? Wie hast du diesen Ort gefunden? Hm? Welche Böshaftigkeiten führst du wie deinem Schilde? Halt ein, guter Muso, halt ein. Dein Argwohn ist unbegründet. Siehst leicht ungesund aus. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicherlich nicht verstehen, was sich hier zuträgt. Guten Tag. Ja, grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du, wie besessen Zelda, ohne eine Spur verschwunden bist. Sag, was führt dich zu uns? So, daher also fließt der Strom. Dir und besessen Zelda ist wahrhaft erstaunliches Widerfahren. Besessen Zelda soll einfach fort sein, verschwunden sein wie Schaum in der Brandung. Eure Hoheit, es ist lachhaft. Ich selbst sah die Besessenen mit eigenen Augen, gesund und wohlauf. Es war gleich nach Schloss Hyrule's bizarrer Wandlung. Gemach, Muso, das Leben ist oft ein trübes Wasser, das die Sinne täuschen kann. Links Augen sind frei von Arglist. Wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten der Soas. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeiten geben. Link, lass uns dir erst erzählen, was geschah, als wir Besessenen sahen. Und von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Wir trafen Prinzessin Zelda, just nachdem sich Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schwebende Inseln waren erschienen und schrecklicher Schlamm und Ruinen begannen vom Himmel zu fallen. Muso und Wehr hatten das Dorf verlassen, um die bizarren Ereignisse zu ergründen. Da geschah es. Wir sahen Prinzessin Zelda, wie sie in Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Und was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Deine Hoheit focht mit sagenhafter Kraft und konnte das Untier zurückdrängen, doch der Schlamm trat sein Übriges. Der König ist nun aufs Grausamste mitgenommen und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte es bekannt werden, dass Prinzessin Zelda den König solchen Unheil angetan hat, Haru könnte aus den Fugen geraten. Und genau daher beschloss seine Hoheit, sich hier im Kristallwasserpalast vor der Welt zu verbergen. Du sagst, dass Prinzessin Zelda in den Kavernen unter Schloss Hyrule urplötzlich verschwand. Doch zeigt sie sich im Dorf der Soras und tut uns Grausames an. Ein Mysterium so tief wie das Wasser. Doch für uns Soras steht eine Sache fest. Des Rätsels Lösung muss irgendwo am Himmel zu finden sein. Die schrecklichste Katastrophe, der Schlamm, das Ungeheuer, sogar das Mysterium um Zelda. Wir sind uns ganz sicher, die Antwort auf all jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Höhen. Sidon Santillato, einen der Erforschung von Ruinen überaus kündigen Gelehrten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir müssen nur, wüssten nur zu gerne, ob er wohl mittlerweile Neues in Erfahrung bringen konnte. Oh, du konntest dich also bereits mit Giotto unterhalten, Giotto. Die Steintafel sprach also von einem Symbol des Königs. Wie? Ja, der Begriff ist uns bekannt. Symbol des Königs ist eine andere Bezeichnung für die königlichen Schuppen der Regenten des Sora-Volks. Sie wurden in alten Riten so bezeichnet. Wie genau sie allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollte dir unsere Schuppen jedoch von Nutzen sein, so zögere nicht und nimm dir so viele du brauchst. Nur keine Scheu, solltest du weiter benötigen, komm zurück und hol dir eine neue. Es sind mehr da, als wir benötigen könnten. Wohohoho.
Wenig Schuppen. Okay. Die Stirn aller Könige der Soras schmückt. Sie leuchtet je nach Blickwinkel anders und wurde einst bei Sora-Zeremonien verwendet. Jedoch stimmt uns eines traurig. Etwas, das uns sehr klar geworden ist. Ein solches Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis genug dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, welcher ist der Moment gekommen, unsere Pflicht, Sidon zu übertragen. Aber Hoheit. Doch diese Fragen werden uns erst stellen können, wenn der Schlamm aus der Welt geschafft wird. Oder wurde. Bitte unterrichte Sidon über unseren Verbleib und darüber, was wir dir über die Königsschuppe verraten haben. Sag ihm, er soll sich nicht um uns sorgen. Er soll nur das tun, was sein Herz ihm sagt. Ich finde es eigentlich interessant, dass der Kollege so gigantisch groß ist im Verhältnis zu allen anderen. Ich mich frage, es muss eigentlich kein Altersding sein, sondern halt eher so eine Königssache. Und halt die mit König. Oh, hi. Die mit Königsblut oder ähnlichem. Guten Tag, vielen Dank. Und ging nochmal eine Kiste dazu. Okay. Ich behaupte mal, hier ist sonst nicht mehr allzu viel mehr. Oh, hier könnte es sein, dass ich jetzt gleich runterrutsche, ja, weil das alles nass ist. Okay, dann relativ simpel, wir teleportieren uns hier wieder zurück. Das Ding irgendwie weiter unten? No, ich glaube nicht. Das täuscht einfach nur. Glaube ich. Vielleicht. Maybe. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Oh, Rexali Sora-Rüstung. Die steht dir ausgezeichnet. Ich wette, sie wird dir von großem Nutzen sein auf deiner Suche nach besessenen Zelda. Und wo wir gerade von besagter Suche sprechen, hast du irgendwas herausgefunden? Was? Mein geliebter Vater wurde von einer Kreatur der Finsternis verletzt? Hey. Was in Zelda soll sie auf ihn gehetzt haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Doch trotz allem können wir uns fürs Erste nur Vaters Worten glauben und uns nicht der Verzweiflung hingeben. Link, ich danke dir von Herzen, dass du meinen Vater gefunden hast. Das sind Zelda, die vom Himmel steigt, das Monster und dieser furchtbare Schlamm, alle Spuren führen nach oben. Und das auf der Steintafel erwähnte Symbol des Königs steht also für die Schuppen meines Vaters. Doch was das Land des Himmelsfisches und dieser Tropfen inmitten schwebender Felsen sind, bleibt rätselhaft. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches, das klingt ja, als wäre damit ein bestimmter Ort gemeint, oder? Wenn wir dieses Land des Himmelsfisches erst einmal gefunden haben, wird sicher auch die Sache mit dem Tropfen klarer. Solltest du irgendwelche Hinweise finden, gib mir gleich Bescheid. Hallo. Himmelsfisch. Lass mal ganz bewusst nur mal den Boden angucken, ob es dann offensichtlich einen Punkt gibt, wo man sagt, oh, der ist wie ein Fisch geformt oder ähnliches. Wie sieht's hier aus? Insel des Schuppentanzes. Wäre natürlich was, ne? Was ihn berichtet? Weil du zur Wasserbrücke findest. Achso, ja, wichtig ist natürlich, wenn man hier die Karte natürlich anpasst. Ja. Mit Fisch, Wasserbrücke. Keine Ahnung, man würde sagen, vielleicht sowas hier, aber haben wir nur irgendwo blind hinzurennen. Behaupte ich mal, ist das auch nicht so die Idee. Cup der Prüfung? Also das haben wir ja alle mehr oder weniger jetzt ja alles angeguckt. Also wird schon irgendwas dann halt hier in dem Bereich sein. Deswegen, okay, also man sieht zum Beispiel hier, das ist jetzt alles das gute Wasser. All das Zeug hier ist wiederum welches, was verschmutzt worden ist. Berichtet, falls du Hinweise. Soras mit dem Himmel.
I don't know. Das ist eine überraschend wenig sagende Situation aktuell. Weil ich meine, wir waren ja bei dem da oben schon. Also behaupte ich mal, das soll es erstmal noch nicht sein. Oh, da war... Hier war ein Krabbler, der ist jetzt despawned, glaube ich. Mhm, genau. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass man hier doch ein bisschen schneller vorankommen würde. Dass wir nach dem Aufwand jetzt hier gleich sagen, oh, jetzt wissen wir, wie wir mit dem Schlamm umzugehen haben oder zumindest da hochzukommen etc. Aber no. Jetzt ist es wirklich erstmal noch mal den Rest der Eule. Man dachte vielleicht auch hier irgendwie diese Plattform, aber dadurch, dass das alles neu gebaut ist, behaupte ich mal, dass das nicht das sein kann. Wasserbrücke. Eine Brücke aus Wasser. Wenn man das mal versucht, irgendwie mit Logik zu versehen. Das ist eine Brücke. Da unten hat man hier nochmal hier, genau. Das ist schon wieder ein Turm, interessanterweise. Habe ich mich schon fast, ob man den schafft, mit dem vorderen, den wir freigeschalten haben, schon zu erreichen. Wo fällt der hin, wenn ich vorne bin? Ha, das, ach nee, ich wollte sagen, das Spiel hat es geschafft, ihn zu despawnen. Nicht ganz. Ja, so ein bisschen witzfrei vermute ich hier, sich hoch zu begeben, aber ich mag es, diese Fähigkeit zu nutzen, wenn man zu selten das wirklich tut. Ich gehe übrigens auch davon aus, nachdem ich da vorletzten Teil nochmal gegen einen dieser Gamma, war das jetzt in dem Fall schon, Gamma-Konstrukte verloren hatte, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, sich gegen den nochmal so ein bisschen zu wehren, indem man die einfach so zurückschleudert. Also wir sind schon theoretisch halbwegs in der Nähe, aber, das will ich auch nochmal ganz kurz hier sicher zu zeigen, ist nicht der Fall, dass ich sagen kann, hey, fahr einfach weiter hoch, nur weil die Zeit abgelaufen ist. Das ist einfach wirklich das Maximum, was er machen kann. Ich behaupte mal, das ist zu weit weg, um da hinzukommen. Ich versuch's trotzdem einfach mal, dafür haben wir genug Stamina, denke ich, mittlerweile. Nur was aber kann man ja auf einen dieser anderen Steine Rast machen. Ja, hier waren wir. Können wir mal ganz kurz hier so Halt machen. Wunderbar. Die eine Sache, die man natürlich jetzt trotzdem versuchen könnte. Oh. Ist zu versuchen, hier mit Wasser Sachen zu entfernen. In der Hoffnung, dass das zu irgendwas führt. Das entfernt nicht mal alles. Also, ich behaupte mal, das ist nicht der Weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht so den einen oder anderen Korksamen finden kann. Was? Sollte man vielleicht auch mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja... Oh, werden die irgendwo anders hier lagert? Wir haben diese Schuppen bekommen. Typ, Stärke, weil wir verwendet. Vielleicht, dass wir das bisher überhaupt noch nicht verwendet haben, müsste es doch eigentlich irgendwo hier unten sein. Oder ist es irgendwo anders? Vielleicht ist es ganz bewusst nur hier zu finden? Königsschuppe. Ich gehe davon aus, dadurch, dass man die halt begrenzt nur bekommt, dass man die irgendwie einsetzen soll. Aber wenn man zum Beispiel halt auch wieder sagt, hey,
Wir gehen nach einer gewissen Himmelsfisch-Sache. Wenn man sich die Minimap anguckt, das sieht halt aus wie ein Fisch. Deswegen, ich sag mal, das ist nichts 100% falsch. Und dem ist hier so viel Suppe im Weg. Es sieht zumindest mal noch was aus, aber ich behaupte mal, das wird es nicht weiterhin sein. No. Schade. Ja, ist mir leider ein Ticken zu kryptisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Frag mich, ob es andere Leute da eine Logik anbringen können. War übrigens nicht clever, mit dem Schwert so drauf einzuprügeln, aber hey. Ich hatte halt auch hier schon so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man gelegentlich vielleicht die richtigen Wege einschlägt, sei es halt vorher oder ähnliches, dass man gewisse Sachen schon herausfinden kann. Ich bin halt frage jetzt, wo wir hier in dieser Situation sind, gab es Leute, die vielleicht vorher diese Wasserbrücke angetroffen haben, die entsprechend sofort wussten, was sie tun müssen. Ich bin noch so weit davon entfernt, also das soll nicht so einfach gemacht werden. Ich mir aber wieder frage, wie das dann in der Zukunft gemacht werden soll. Ich vermute, das soll dann halt wiederum Witz dieser Story sein. Wenn man dann irgendwas mit diesen Schuppen macht und diese Schuppen dann wiederum irgendwas tun. Okay, es ist jetzt ein bisschen doof, weil ich das eigentlich nicht machen möchte, aber im Sinne unseres Let's Plays gucke ich einfach mal, was der erstbeste Tipp vielleicht ist. Wir sind richtig. Wir sind auf dem richtigen Punkt. Also wir sollen... Oh. Okay, ich hatte nur gesehen gehabt, hey, das soll hier oben sein, man soll sich hier hoch begeben. Also gehe ich mal von aus, der Witz soll jetzt wirklich sein, dass man das halt durchballert? Aber ich hatte natürlich nicht allzu viel mehr gelesen gehabt. Ihr wollt mir erzählen, dass das wiederum etwas war, das sie in der Vergangenheit geplant hatten? Okay. Die Idee ist jetzt vermutlich aber trotzdem, dass wir erstmal jetzt hier Bericht erstatten gehen. Heißt also, ups, einmal hier, einmal so, dankeschön. Ich weiß, es ist nicht notwendig. Wir haben genug Stamina, aber trotzdem. Ah, okay, hi. Okay, also wenn ich hier den Größenunterschied sehe, ja, der wird vermutlich auch irgendwann ein Big Boy. Jona, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen, Sidon. Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Oh, Link. Link, wie geht es? Hast du etwas herausfinden können? Was ist Rätsel auf der antiken Steintafel gelöst, woraufhin eine Säule aus Licht erschienen ist? Wenn es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich diese Lichtsäule ansieht. Deine Pflichten hier sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Ich meine, ja, schon, aber... Was denn? Was lässt dich zögern? Nun ja, du musst wissen... Uh-oh. Hm? Hey, wo immer das Ding herkommt.
Ein schlammbedecktes Monster? Ob das... Kann das das gleiche Monster sein, was mein Vater angegriffen hat? Sidon, überlass die Klärung des Wassers uns. Das bekommen wir schon hin. Zumindest für eine Weile. Hast recht. Ich vertraue dir voll und ganz. Link, bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Dieses Monster hüllt sich in Schlamm, um sich zu schützen. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar. Doch halte Ausschau nach der Ablösung und sag dann Bescheid, ja? Ich kann dich mit Wasser umhüllen und so vor Angriff schützen. Wenn du deine Waffe schwingst, müsstest du das Wasser nach vorne schleudern können. Okay, macht über das Wasser. Sobald Sidons Aura sichtbar ist, kannst du dich mit ihm mit Wasser umhüllen lassen. Die schützt dich vor feindlichen Treffern. Du kannst das Wasser auch durch Schwingen deiner Waffe nach vorne schleudern. Okay, cool. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht! Oh, great, okay. Great. Ich habe damit ziemlich schnell auf die Fresse bekommen. Spitzenklasse! Könntest du dich bewegen? Hallo? Wait, what? Achso, ja, das Ding muss getroffen werden, richtig. Hab schon vergessen, wie das Spiel funktioniert. So, jetzt wird es sich vermutlich wieder mit Schleim bedecken. Oh, es haut vor allem ab. Ja, okay, wenigstens nicht allzu weit. Oh. Okay, alles gut. Nehmen wir aber mal das hier. Da habe ich das Ding ja. Dann gib mir mal Wasser. Thank you. Oh, cool. Come on. You can do it. Ja, yep, genau. Nee, ja. Schick. Wir haben es geschafft, Link. Das schändliche Schlammmonster hat seinen Denkzettel bekommen. Seid ihr alle unverletzt? Yep. Ja, jetzt geht es gut. Was für ein Glück. Wenn dir etwas zugeschossen wäre, Yona, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Wer weiß, ob noch weitere Monster auftauchen und du solltest zur Sicherheit ins Dorf zurückkehren. Diese Rücksicht ist sehr nett von dir, aber denk doch mal daran, was Link eben erzählt hat. Diese Lichtsäule, die im Stausee erschienen ist, das könnte der Schlüssel sein. Vielleicht verrät sie uns den Ursprung des Himmels fallenden Schlamms oder führt uns gar auf Besessen Zeldas Spur. Du solltest uns die Arbeit hier überlassen und dich der Lichtsäule widmen. Ja, natürlich juckt es mich in den Flossen, sofort mit Link loszuziehen. Aber ich kann doch nicht dich und die anderen hier einfach zurücklassen. Während des Kampfes sind wir doch auch schon klar gekommen. Mach dir keine Sorgen um uns. Aber... Ach, Sidon. Es freut mich ja wirklich, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Aber du bist der Prinzessin des Erfolgs. Mehr noch als für mich musst du für die Einwohner des Dorfes da sein. Ich weiß, du hast viel durchgemacht, geliebte Personen verloren, aber die Angst davor darf dich nicht beherrschen. Du musst jetzt furchtlos heranschreiten. Ja, schon, aber ich... Reiß dich zusammen. Dieses Schaudern steht dir nicht. Ich kümmere mich hier um alles. Sidon, blicke einfach nach vorn, wie du es sonst auch immer tust. Folge deinem Herzen. Meinem Herzen folgen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du wiederkommst, werde ich da sein und dich erwarten. Ja, vielleicht stimmt es. Es ist Angst. Angst, wieder jemanden zu verlieren. Ich schnüff. Aha, du hast recht, Jona. Ich werde dir verhauen. Bitte kümmere euch um das Wasser und das Dorf. Und wir brechen hier zur Lichtsäule auf, Link. Wir gehen die Sache auf den Grund. Ich gehe schon mal vor. Du findest mich dann dort. Da ist wieder der gute alte Sidon. Er wirft sich immer noch vor, dass er damals seine geliebte Schwester nicht beschützen konnte. Nun war es Sorgen um mich, die seine Tatkraft gelähmt hat. Aber jetzt scheint er darüber hinweg zu sein. So gefällt er mir deutlich besser. Link, bitte pass gut auf Sidon auf, ja?
Okidoki, wir wollen aber erstmal hier das hier öffnen, zu gucken, was man hier bekommt. Okay, ich habe gerade eine Waffe verloren, also warum nicht? So, meine große Frage ist, ich denke, von der Zeit, die wir aktuell noch haben, vielleicht können wir es ja wirklich hinbekommen, dass wir den Anfang jetzt hier noch schnell machen. Und dann beim nächsten Mal... Ich habe eigentlich genug Essen mit dabei. Aber ich würde ganz gerne das, was ich jetzt hier kurz verloren hatte, schon nochmal schnell heilen. Ja, das geht in Ordnung. Die Frage ist, ob man jetzt ganz bewusst diese 4 Slots nochmal auffüllt. Ist hier irgendwo eine Möglichkeit zu kochen? Ich weiß, man hat diese Portable... Dinger, die man nutzen kann. Also, ich werde jetzt, denke ich, ganz kurz nochmal runtergehen, gucken, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt zum Kochen, 4 Gerichte machen und dann gehen wir uns da hoch. Ich habe meine 4 Gerichte gekocht, hatte mich aber nochmal so ein bisschen doch umgeguckt, eine andere Wasserfrucht und Co. mitgenommen, obwohl ich denke, dass wir hier gut ausgestattet sind. Was ist das? Ach, du redest vermutlich von dem Dings. Hm, was ist das? Beim östlichen Stausee kann man eine Säule aus Licht sehen. Hat der Kataklysmus sie etwa entstehen lassen? Okay, und ich gehe davon aus... Wo, nee, eigentlich hieß es ja, wir sollen Sidon antreffen. Irgendwo da unten? Es könnte was sein, okay. Ich gehe mal ganz kurz erstmal zu ihm. Und auf jeden Fall müssen wir uns hier nochmal hochbannen, falls wir... In Wirklichkeit, weil ich zu dieser Lichtsäule sollten. Bitte besser raus. Frag mich, ob man von den Dingern in der Luft getroffen werden kann. Genau, das ist es also. So, also gelingt es uns, in den Himmel emporzusteigen. Ah, wir haben also mal wieder die Sache. Was war das? Hast du es etwa gerade eben auch? Ach, nicht wichtig. Keine Zeit, jedem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal erkunden, woher das dieses Licht kommt. Ich habe eine Idee. What are you doing? Absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link. Huh, okay. Hieß es nicht, dass es nach oben gehen soll? Aber gut. Here we go. Ich will mal ganz kurz gucken, ist hier sonst noch irgendwas? Ich gehe mal nicht davon aus, aber ein Gefühl möchte ich trotzdem so ein bisschen bekommen. Hey, da hinten, what is this? Okay, das soll man vermutlich freiräumen, um das Ganze hier zu fluten. No, okay. Ich weiß, viele Spiele gehen nicht so hin und würden da was verstecken, aber trotzdem. Bevor ich dann auf einmal auf irgendwas stoße und nicht verstehe, was ich machen muss, um dann zu sehen, oh, da hinten in der Ecke. Gucke ich lieber trotzdem nochmal. Okay, Vanessa erhöht sich Angriffskraft. Ist nicht verkehrt, wenn wir ehrlich sind. Aber ich habe jetzt nicht so die Waffe, die ich dafür abgeben würde.
Das Ding ist vermutlich. Ich frage mich, ob hier wirklich Elektro gegen Wasser wirklich so stark ist. Whatever. Also mal so die Frage, was bedeutet stärker im Wasser? Denn wenn man sagt, man hat halt ein Schwert, das 18 Stärke hat, wie sieht das aus mit 12 und ich gehe mal davon aus, dann plus Nässe, dass es dann auch nochmal irgendeinen Stärke-Modifikator gibt, aber zu welchem... Great. Zu welchem Niveau ist halt nicht klar. Ja, great, 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 great. Großes Kino, Link. So, sorry, wir wollen mal ganz kurz die beiden hier testen. So, und da ist er jetzt natürlich genau. Dann können wir natürlich sagen, wir nehmen mal ganz kurz hier dieses extra Schwert und geben dem mal den Stein. Dann hat es so seinen Nutzen. Really now. Okay. Wollte schon sagen, ist ein bisschen ungesund vielleicht. Oh, interessanterweise wirklich altes Zeug, was da unten war. Ich glaube, die Kiste wäre zwar auch mit hochgekommen, aber hätte man das Ganze so gesehen, hätte man nicht erahnen können, dass da unten irgendwelche Ruinen sind. Ich meine, das ist eine coole Idee, dass man wirklich halt so Sachen wirklich verstecken kann. Im Endeffekt, wie es die Story auch schon getan hat. Ich frage mich, wie nützlich hier die Rüstung von der... Oh, was da hinten ist. Von dem Reporter ist. Dass man hier einfach so diese Felswände hochklimmen kann. Ich denke mal, nicht super wichtig. Das Spiel wird wohl vermutlich schon so halbwegs designt sein, dass man da nicht irgendwas verpasst. Dickes Sora-Heiligtum. Hier ist auch schon wieder so die Frage, muss ich das tun? Kann ich mich da nicht hocharbeiten, ohne davon Gebrauch zu machen? So, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, was ich jetzt hier tue. Aber ich hoffe mal, dass die Explosion... Gut. Nicht die Bretter irgendwie kaputt macht. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier mit irgendwas übersprengen, übersehen, etc. Aber ich bin mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen verpasse ich hier vermutlich nichts wirklich Wichtiges. Hier ist natürlich da interessant zu beobachten, das ist in dem Fall so ein bisschen tiefer gehalten. Ja, wird vermutlich schlichtweg einfach darauf hinauslaufen, dass ich jetzt von hier einen Kobe mache. Genau, und das damit weiter nach oben bringe. Und da ist eine Kiste. Hey, warum auch immer das Spiel... Das war gerade gefühlt der Kamerafehler. Man wusste das Spiel kurz nicht so mit sich anzufangen. Okay. Irgendwas Interessantes und Hilfreiches. Sieht nicht schlecht aus. Problem ist halt, hab mittlerweile schon bei weitem bessere Schilde. Ich mache mal ganz kurz einmal hier zu Boden fallen. Ich werde dann das Ding fallen lassen. Neues Schild anlegen. Achso, Schild ist Anrichtung. Dann lege ich einfach hier das da an. Und wir ballern das einfach mit dran. Tada! Ich weiß, es gibt vermutlich bessere Optionen. Einfach das gleiche Schild irgendwie nochmal nehmen, das 40 mindestens hat oder ähnliches, aber ich habe halt das gerade nicht. Also geht es in Ordnung. Ich frage mich, ob man das nicht wirklich schon alleine ohne das Wasser hätte schaffen können. Indem man einfach mit dem Aufstieg das macht. Aber ich gehe davon aus, dass sie trotzdem hier wieder clever genug sind, dass man das gerade eben nicht einfach so machen soll. Wo ich mich frage, wenn man zum Beispiel sowas wie eine Plattform nutzt, diese schwebenden Plattformen, zwei Stück, sich dahin arbeitet, könnte man sich da vermutlich einfach hochziehen. Und ist nicht darauf angewiesen, irgendwelche Extrahilfen zu nutzen. Hey, das soll wohl vermutlich einem wieder in die Höhe bringen. Ja, das wird jetzt ein Krampf. Ja, das wird jetzt ein Krampf. Ja, das wird jetzt ein vielen Dank, ein Krampf.
Das ist einfach nur an dem Stein festhalten. Großartig, großartig, großartig. Meine Frage ist, ich will aber dafür keine Sache verschwenden. Ich hätte nämlich überlegt, wir haben diese Korok-Blätter. Wenn man die nämlich an eine Waffe anbringt, dann können sie Wind erzeugen. Und man dann irgendwie sagt, oh, man schießt sich da irgendwie runter. Aber ich will damit eigentlich keine meiner Waffen verschwenden. Deswegen, wir haben die schon mit dem Stein verbunden. Man könnte natürlich den Stein wieder abmachen, wenn man wollte. Das wäre eine Überlegung. Ich frage halt nur, ob der Aufwand es wert ist. Aber so hätte man natürlich... hier. Daneben. Thank you. So, lassen wir das fallen. Sagen, verbinden damit. Hat natürlich super funktioniert. Ernsthaft? Das Zeug bewegt sich so gar nicht? Okay. Dann... Thanks. Machen wir halt die vermutlich bei weitem einfachere Aufgabe. Wir nehmen einfach einen der Dinger und schieben die dahin. Tada. So, und damit hoffe ich, dann mit Aufstieg arbeiten zu können. Oh. Hier ist ein bisschen mehr los, als ich dachte. Hallo, guten Tag. Oh, das hat die sogar tatsächlich besiegt, weil sie damit unter Wasser gefallen sind, glaube ich. Okay. Bin mal ganz kurz so frei. Das wird mir vermutlich in der Hinsicht dann nicht allzu lange helfen. Hier sonst noch irgendjemand, irgendwas? Warum ist nur irgendeine Eidechse? Oh, hi. Uh-oh. Was passiert, wenn ich das jetzt tue? Weil das kann ja... Also in Wirklichkeit würden wir jetzt vermutlich hier verrecken. Okay, glücklicherweise hört das Wasser dann einfach auf. Es geht also dann noch in Ordnung. Man eigentlich nochmal hier weiter hoch? Also was? Ich kann hier mal abbrechen, wenn das nicht der Weg ist, den wir haben wollen. Ich will aber mal wissen, wo ein das dann jetzt hinbringen würde. Ja, hier wollen wir nicht sein. Sieh, man muss überlegen, das wurde jetzt wirklich so durchgeplant, das Ganze? Die Richtung, die Richtung. Dass diese Sachen genauso passend funktionieren. Und das reicht von hier aus, dahin zu kommen? Nope. Nope, gerade so. Wow, sehr schön.
Ein Wasserfall. Er strömt nur so vom Himmel herab. Oh. Link, was ist nur geschehen? Warst du das einfach? Hm. Oh, du hast also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Und dann begann der Wasser zu fließen. Ja. Ah, es geht mein Licht auf. Für uns Sora ist ein Wasserfall doch nicht mehr als eine Brücke von unten nach oben. Das ist also mit der Wasserbrücke gemeint, eine Brücke aus Wasser. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Ja. Nani? Dann wieder. Was ist es bloß für eine Stimme, ob sie mich ruft? Hm. Nun, es ist nicht so wichtig. Nur, da der Weg uns offen steht, sollten wir rasch weiter. Mit der Zoro-Rüstung kannst du genau wie ich den Wasserfall hochschwimmen. Dann los. Okay, dann würde ich sagen, für heute kommen wir hier zum Ende. Und beim nächsten Mal entweder erstmal den Aufstieg oder dann tatsächlich dann schon gleich mit dazu den Wassertempel. Ich bin damit einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.